Erstmal Glückwunsch dem WFC. Ja, wir haben uns in der ersten Halbzeit sehr, sehr schwierig angestellt oder sehr, sehr doof angestellt. Von daher haben wir auch um das erste Tor dann gebettelt. Wir haben Entscheidungen getroffen, die kennen wir so von unserer Mannschaft auch gar nicht. Wir sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen, Fehlentscheidungen, Fehlpässe. Und so hat sich so eine Stimmung aufgebaut, ja, heute mal in der ersten Halbzeit das Spiel überstehen in der ersten Hälfte. Und von daher ging die erste Hälfte auch absolut verdient an den BFC. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht das ein oder andere Tor fressen. Und wenn man die zweite Halbzeit betrachtet, dann glaube ich, dass wir das Spiel, was wir eigentlich von vornherein hier spielen wollten, Druck aufbauen, durch richtige Entscheidungen ins Zentrum reinspielen und dann in die Schnittstellen der Abwehr kommen. Bis vor dem 16er war es, denke ich, auch recht in Ordnung. Wir machen aber am Ende kein Tor von diesen wenigen Chancen, die wir haben. Man muss sich aber dann nochmal sagen, dass eine Mannschaft denn so zurückkommt, ist auch nicht selbstverständlich. Ich kann aufgrund der zweiten Halbzeit sagen, dass es ja auch wieder eine neue Mannschaft in diesem Jahr irgendwo ist. Stolz auf die zweite Halbzeit sein, aber die erste Halbzeit können wir so nicht stehen lassen. Wir gratulieren natürlich dem BFC zum Sieg und wir sind traurig und versuchen das in der nächsten Woche dann natürlich auch besser umzusetzen. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Herrmann. Volkan, 1:0 Sieg, erster Heimsieg in der Regionalliga. Wie doll war dein Herzschlag, als in der Schlussphase Rico Steinhauer das Spiel nochmal spannend machen hätte können? Ja, ich denke, am Anfang vielleicht, es war das erwartete schwere Spiel. Ich denke, wenn man die Auftritte von Babelsberg gerade in den Auswärtspartien sieht, in Magdeburg, auch in Bautzen, auch hier, es haben eine sehr, sehr gute Truppe, die spielerisch auch Qualität hat. Deswegen haben wir eigentlich in der ersten Halbzeit ganz toll angefangen, haben uns, denke ich mal, über die 45 Minuten einen Chancenplus auch erarbeitet. Gerade nach dem 1-0, wenn ich an die Szene erinnere, wo Andes Schala aus der Halbposition reinzieht, braucht er eigentlich nur Querspielen auf Christian Preiß, dann passiert das 2-0, da haben wir es ein bisschen versäumt. Und ich denke, in der zweiten Halbzeit war es ein toller Fight. Ja, ich denke, jeder Zuschauer war von dem Spiel auch ein bisschen gefesselt, sehr nervenaufreibend. Beide Mannschaften haben alles versucht und ich denke, auch beide Teams sind bis an ihre Grenzen, einige sogar weit drüber gegangen. Und wir sind natürlich sehr glücklich, dass wir um dieses eine Tor, denke ich, auch besser waren. Wir können auch zum Schluss, hat Andes Schala nochmal die Riesenchance zum 2-0. Wir hatten aber auch, wie du sagst, Martin, ein, zwei natürlich Wackler im Abwehrbereich, wo wir ja ein Tick klarer die Aktionen natürlich angehen müssen. Aber auch Steinhauer, der Junge ist erst Anfang 20, solche Sachen passieren. Man darf auch nicht vergessen, das letzte Spiel zwischen Dynamo und Babelsberg war 2007. Auch da war ich Trainer, auch da haben wir 1-0 gewonnen. Und in den 7 Jahren sind die Vereine halt grundverschiedene Wege gegangen. Ja, und wenn wir in den 7 Jahren jetzt schon eine Lücke zu anderen Vereinen schließen konnten, dann sind wir natürlich darüber sehr glücklich, konzentrieren uns auf die nächsten Aufgaben. Ich wünsche meinem Trainerkollegen alles Gute, auch vom letzten Jahr muss man wirklich sagen, die Entwicklung, die Babelsberg genommen hat, eine sehr spielstarke Mannschaft und umso wichtiger ist für uns der Sieg gerade zu Hause, auch weil es der erste war, haben die Spieler sich natürlich irrsinnig gefreut. Vielen Dank.